Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zur Retro-Panda-Fragestunde. Ja, und ihr seht, es ist eine etwas andere Perspektive. Ich stehe mal ausnahmsweise nicht vor meinem Regal, weil ich mir dachte, hey, so ein Format, da kann man auch mal was anderes machen, anstatt dass ich einige Minuten vor meinem Regal rumhampel und euch eure Fragen beantworte. Beim letzten Mal habe ich ja schon am Strand gedreht und ich wollte euch jetzt einfach mal auf eine meiner Hunderunden mitnehmen. Das hier, das ist der Pinsel. Den werdet ihr jetzt die ganze Zeit im Bild sehen. Eins vorweg, nicht wundern, ich habe jetzt kein Gimbal, was jetzt irgendwie die Verwacklung oder sowas reduziert. Deswegen wird das jetzt die Software übernehmen. Das heißt, ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr. Das wird jetzt hier links und rechts ein bisschen warpen. Aber es ist auf jeden Fall dann besser als das ewige Rumgewackel, sage ich mal. Ja, Pinsel, bin ich ja quasi der Ziehvater geworden. Der ist jetzt seit einem halben Jahr bei mir im Haushalt, sage ich mal. Und wir kommen super klar. Und das ist unsere Runde hier im schönen Wald. Wir werden einiges sehen. Und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal mit uns mitgeht. Und ich habe alle Fragen ausgedruckt oder aufgeschrieben. Ich versuche jetzt alle zu beantworten. Pinsel ist auch einverstanden, im Video aufzutauchen. Und genießt mit mir etwas die Natur. Es ist etwas nieselig, wie man sieht. Da, wo ich jetzt bin, da brauche ich ungefähr 3-4 Minuten zu Fuß von mir zu Hause aus. Ist wirklich super zum Spazierengehen, aber genug rumgeschwärmt. Fangen wir an, und zwar mit Christian Eilers. Der hat 3 Fragen gestellt. Die erste: Was sind deine liebsten Mega Man-Spiele? Ja, Mega Man, ich muss sagen, ist jetzt nicht so hundertprozentig meine Serie. Mega Man habe ich eigentlich als Kind nur Mega Man Dr. Wilys Rache auf den Game Boy ausführlicher gespielt. Pinsel ist da gerade. Und die anderen Titel sind so komplett an mir vorbeigegangen. In der letzten Zeit, ich habe dann mal Mega Man X für das Super Nintendo ja getestet und auch sehr gerne gespielt. Aber allgemein diese Mega Man Serie, die ist irgendwie nicht unbedingt was für mich. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin irgendwie nie so warm geworden. Die ist immer so ein bisschen schwer. Aber ja, wenn ich sagen würde, dann eher die Gameboy Mega Man Spiele. Wobei es viele wahrscheinlich Kenner der Serie, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann er nur, wie kann er nur. Ich weiß, die NES-Teile sind natürlich wesentlich besser. Ich muss mich jetzt mal kurz umdrehen, weil mit der linken Hand und der überholt rechts, da verheddert sich die Leine denn. Ich weiß nicht, mit Mega Man so hundertprozentig warm geworden bin ich da echt nie. Wobei die Serie an sich natürlich super ist. Soundtracks sind vor allen Dingen super. Ach, die Spiele an sich, ich weiß nicht. Das war irgendwie so nie so wirklich was für mich. Ich weiß auch nicht, ich bin nie warm geworden. Vielleicht, weil ich auch in der NES-Zeit nicht damit gleich rangetastet wurde. Nächste Frage. Was ist deine Lieblingspizza? Ja, kann ich eigentlich gar nicht so bestimmt sagen. Also die Lieblingspizza gibt es eigentlich nichts, aber meistens so schöne Käsepizza oder hier mit Spinat und Käse esse ich ganz gerne. Ich bin ja so ein bisschen auf vegetarisch rumgeschwenkt. Vorher habe ich dann natürlich auch gerne mal die Dönerpizza mit dem Dönerfleisch vom Pizzalieferanten gegessen. Oder natürlich die klassische langweilige Salami-Pizza. Aber mittlerweile, ja, so Käse oder mit Spinat passt, da muss bei mir gar nicht so viel drauf sein. Hauptsache Pizza. Pizza geht immer. Es gibt ja diesen schlechten Spruch, was an Pizza und Sex gemeinsam, selbst wenn es, naja, ist, ist es immer noch gut. Dann, letzte Frage, kritisch. Was sind deine Stärken und Schwächen? Ja, sowas irgendwie so pauschal zu beantworten, ist gar nicht immer so leicht. Also ich würde sagen, eine meiner Schwächen ist definitiv mein Namensgedächtnis. Ich kann mir so immer ganz schlecht Namen merken oder ähnliches. Das bleibt bei mir irgendwie nie so wirklich im Kopf. Ich weiß auch nicht. Ich brauche immer so ein Gesicht auf jeden Fall dazu. Und selbst dann brauche ich immer extrem lange. Ich bin manchmal zu ungeduldig auf jeden Fall. Das ist auch nicht immer sehr schön. Und ich bin auch schon mal reizbar. Das muss ich definitiv sagen. Was sind meine Stärken? Ich bin loyal und, okay, das ist jetzt konträr zu meinen Schwächen, aber auch schon mal geduldig.
ich mache mir da vielleicht manchmal gar nicht so großen Kopf, irgendwas durchzuziehen oder ähnliches. Zum Beispiel den YouTube-Kanal, das würde ich so mittlerweile ein bisschen eingebildet natürlich zu meinen Stärken zählen. Zum Beispiel Videos wie jetzt hier. Ich bereite natürlich so ein bisschen was vor oder so Pickups, dass ich mir die Videoaufnahmen von den Spielen zum Beispiel beim Pickups mache, aber ich kann starten und einfach in die Kamera labern. Genauso wie mit den Retro-Panda-Quälzig-Folgen oder ähnliches. Irgendwie habe ich das drauf, dass ich einfach laber und gut ist. Und das ist wirklich eine ziemlich praktische Stärke, muss ich sagen, wenn man YouTube macht. Ja, ansonsten, ich habe noch viele andere Stärken, aber sowas mal selber irgendwie zu sagen, ist gar nicht immer so leicht, finde ich. Ich weiß nicht, wenn ihr das von euch so plötzlich sagen müsstet, werden die meisten bestimmt bei euch ja jetzt auch erstmal verwirrt, ne, und wissen gar nicht, was da jetzt genau sagen sollen. Aber das waren die Fragen von Christian Eilers. Ich werde jetzt auch gar nicht zu viel jetzt ins Labern kommen. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar vom Hagen. Hi, ich bin der Hagen und seit 2 Wochen glücklicher Super Nintendo-Besitzer. Erstmal Gratulation dazu. Und Frage, wo beziehst du deine Spiele und Ersatzteile her? Ja, das ist gar nicht so eindeutig zu sagen. Also zum Ersatzteilen kann ich jetzt persönlich gar nicht so viel sagen, da meine Geräte glücklicherweise immer alle okay waren. Und wenn sie nicht okay waren, ich bin eh zu doof, was Elektronisches angeht, um mich selber zu reparieren. Deswegen muss ich da jetzt keine großartigen Ersatzteile bisher besorgen. Deswegen kann ich dir da leider keine Tipps geben, wo du Spiele allerdings herkriegst. Ich würde nicht unbedingt zu eBay raten. Also diese bequemste Variante ist natürlich, ne, eBay, Sofortkauf, du hast es und gut ist. Problem ist allerdings, dass die Preise meistens relativ hoch sind. Also wenn in eBay-Auktionen, eBay-Kleinanzeigen, da kann man schon mal Schnäppchen machen. Es gibt die Seite RetroPlays, die ist auch ganz in Ordnung. Die hat einen Retro-Marktplatz. Und dadurch, dass sie etwas weniger Gebühren wie eBay verlangen, sind dann die Preise tendenziell auch etwas kleiner. Heißt es nicht immer, aber kleiner. Gucken wir mal runter. Falls euch wundert, dass ich so ein bisschen kurzatmig bin. ja, wir sind hier gerade im Anstieg auf jeden Fall. Was ich dir allerdings ans Herz legen würde, momentan natürlich schwer, aber die Retro-Börsen, ganz einfach. Die Retro-Börsen, die finden eigentlich in jeder größeren Stadt mittlerweile statt. Also Stadt, haha. Da gibt es halt viele Stände, das kannst du dir vorstellen wie einen überdachten Flohmarkt, nur für Retro-Kram. Und das ist eigentlich super, weil da kann man einfach mal nur so stöbern, kann man einfach mal gucken, was da ist. Man hat sofort in der Hand, wenn man was Bestimmtes sucht, okay. Da übernimmt sich Pinsel gerade mit dem Stock etwas. Sicher, dass der nicht zu groß für dich ist. Und vor allen Dingen, was das Wichtige ist, du triffst viele andere verrückte Leute mit demselben Hobby. Und da kommt man dann ganz gut und gerne mal einfach in Austausch. Ne? Auch viele YouTuber, wenn du viele YouTuber guckst, die sind auch meistens am Start. Einfach mal anquatschen, gerne mal ein bisschen unterhalten. Und der eine oder andere hat auch mal so Tipps. Hey, hier ein Gem XY ist super. Das würde ich dir definitiv empfehlen. Oder vielleicht, wenn du sogar einen Laden bei dir in der Nähe hast, mit Retro-Spielen, gibt es leider immer weniger. Die haben natürlich meistens auch jetzt, weil natürlich ganz andere Kosten haben wie so ein reiner Online-Händler, sind jetzt kostenmäßig auch nicht so super. Aber zum Stöbern natürlich einfach super. Also, wie gesagt, Ersatzteile zusammengefasst, kann ich dir leider keine Empfehlung geben. Aber Spiele, Börse oder eBay, aber da eher die Auktion oder irgendwelche privaten Facebook-Tauschgruppen. Die sind auch immer gut, aber falls vielleicht andere Zuseher Ideen haben, gerne in die Kommentare rein. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Der Stefan. Eines wollte ich schon immer wissen. Was war deine teuerste und was deine billigste Retro-Game-Anschaffung, welche du deiner Sammlung hinzugefügt hast? Konsolenübergreifend bezogen. Ja, also das teuerste war definitiv Secret of Mana in der Big Box OVP. Ich habe mir ja irgendwie in den Kopf gesetzt, auch wenn ich das jetzt auch nicht hartnäckig verfolge, dass ich alle Super Nintendo Big Boxen gerne haben möchte in meiner Sammlung. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Billigste. Secret of Mana ist dann schon etwas höher in der Preisrange. Das teuerste, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auf jeden Fall Super Metroid. Das ist so
suche ich immer so. Das ist um mit 200 Euro, fehlt mir aber noch. Aber es ist auf jeden Fall meine teuerste Anschaffung. Meine billigste. Ja, nicht so gesehen, wenn man das so haben will. Meine Schätze, die ich noch auf den Dachboden von meinen Eltern bergen konnte. Darunter war mein altes Super Nintendo von damals, Super Mario Kart. Und ganz, ganz viele Super Nintendo Module und auch NES Module. So gesehen habe ich da ja so gut wie gar nichts für bezahlt, aber hat einen hohen emotionalen Wert für mich. Glücklicherweise haben es meine Eltern nicht weggeworfen, wie es ja so viele machen, oder dass man es damals irgendwie selber verkauft hat. Und ja, das ist meine billigste, würde ich sagen. Beziehungsweise ein, zwei Sachen hat man ja geschenkt bekommen. Aber wenn ihr es darauf hinaus wolltest, dass ich jetzt irgendwo ein super duper Schnäppchen oder ähnliches gemacht habe. Das habe ich leider nicht. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht der Schnäppchenjäger bin, der jetzt irgendwie Ewigkeiten auf den besten Preis irgendwie geht und auf die beste Preisjagd. Das bin ich einfach nicht. Da bin ich viel zu faul zu. Aber danke lieber Stefan für die Frage. So, muss ich mal mit dem Zettel etwas rummachen. Der Olli hat gefragt: Was hältst du von der neuen Evercade-Konsole? Ist das was für dich oder nicht authentisch genug für Retro? Mir persönlich gefällt die Idee dahinter sehr. Ja, kurze Zusammenfassung. Ich habe da mal, ich glaube auf GameStack hatte da einen Test zugemacht. Das ist da quasi, weil ich das richtig im Kopf habe, eine Handheld-Konsole. Retro-Konsole natürlich, Emulator. Die allerdings Module hat mit verschiedenen Spielesammlungen. Ne? So halt klassische Arcade-Sachen. Die man halt sich dazu kaufen kann. Die sind halt da nicht alle fest drauf, sondern kann man halt sich halt modulmäßig dazu kaufen. Im Prinzip finde ich die Idee super. Das Problem ist, ganz ehrlich, noch ein Gerät. Ich meine, das ist ja sehr sympathisch, dass man Spiele als Modul nachkaufen kann und das nicht einfach irgendwie runterladen muss oder ähnliches. Aber noch eine Konsole, die ich mir da irgendwo hinstellen muss, noch eine Mini-Konsole quasi, muss das denn sein? Also für mich persönlich haben es die Spiele, die es da zur Auswahl gab, jetzt auch nicht gereizt. Das ist ja eher so, wenn ich das richtig im Kopf habe, die 80er Jahre Arcade, das ist nicht so unbedingt meine Welt. Also schon eher die einfachen Sachen. Und wenn ich den GameSack-Test richtig im Kopf habe, die Konsole kann man dann natürlich auch an den Fernseher anschließen. Und es sind halt über den Fernseher anschließen. Aber da soll die Emulation auch nicht so geil sein. Und dann frage ich mich, wenn ich mir schon ein Gerät kaufe und entsprechend die Module dafür, denn die Emulation nicht geil ist, dann kann ich mir gleich irgendwie ein RetroPie irgendwie besorgen und am Fernseher anschließen. Und dann ist auch gut. Das heißt, also für mich persönlich ist nicht, ich verstehe den Reiz dahinter, aber ja, ich weiß nicht, ob man noch ein Gerät irgendwie unbedingt braucht, weil es gibt mittlerweile so viele Geräte, mit denen du Retro-Sachen abspielen kannst. So ein extrem spezialisiertes Gerät. Braucht man das? Muss jeder für mich selber entscheiden. Ich für mich persönlich sage eher nein, leider. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wir gucken hier mal kurz runter. Wir sind ja bald auch auf dem Berg. Also da, wo ich wohne, ist auf jeden Fall bergig. Man merkt so, dass ich ein bisschen außer Atem bin. Aber wir sind gleich ganz oben. Der Denden hat gefragt: Was hältst du von dem aktuellen Retro-Wahn? Ich bin seit meiner Kindheit SNES verrückt, finde es jedoch sehr traurig, wie alle Händler, und möchte gerne Reseller das Sammlerleben schwer machen und astronomische Preise verlangen. Letztendlich die Preise in die Höhe katapultieren. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, was soll ich sagen? Ich bin da so etwas zwiegespalten, ehrlich gesagt. Weil einerseits stimme ich dir zu, es ist natürlich nervig, dass es viele Reseller es gibt und das Thema natürlich auch sehr in der Öffentlichkeit ist. Und natürlich jeder denkt, oh, ich habe von Super Mario gehört, das ist ein Vermögen wert, das ist ja so alt und wertvoll, super. Ne? Und durch Reseller, wir wissen es alle, die irgendwie den billigen Ebay-Preis abgreifen und den sauteuer verkaufen, ist natürlich Gift dafür. Allerdings hat es für mich eine große Komponente, eine große positive. Und zwar gerade dadurch, dass das Ganze so, ich sag mal, so öffentlich ist. Dadurch kommen ja auch mehr Leute in das Hobby und das ist natürlich auch schon wieder schön.
Weil wir wissen alle, unser Hobby ist super, super schön. Und das ist so eigentlich super, wenn da neue Leute reinkommen, oder nicht? Klar, die Preise gehen hoch. Das ist natürlich ärgerlich. Aber das öffnet ja auch für Dritthersteller die Möglichkeit, durch einen großen Markt entsprechende Produkte auf den Markt zu bringen. Ne? Zum Beispiel hier der Analog. Die Firma Analog, die okay, jetzt wälzt er sich. Die Firma Analog, die ja diese FPGA-Klonkonsolen herstellen. Ne? Das Super Super Nintendo zum Beispiel oder das Super Mega Drive. Oder jetzt, worauf ich sehr warte, diesen neuen Super Game Boy Analog Pocket. Das will sich für die sich alle nicht lohnen, wenn wirklich nur, sagen wir mal, eine Handvoll Retro-Spiele sammeln würde. Auch diese ganzen Retro-Börsen würde es nicht geben. Also es hat eigentlich sehr viele Vorteile. Natürlich, wie gesagt, es ist halt kein Schwarz-Weiß, wie es immer ist. Grundsätzlich finde ich es halt positiv. Natürlich für mich, ich bin mein YouTube-Kanal. Ich profitiere natürlich auch von dem Hype, sage ich mal. Denn je mehr potenzielle Zuschauer sich für das Thema interessieren, desto mehr Zuschauer kriege ich. Und je mehr Zuschauer ich habe, desto mehr höher ist natürlich auch meine Motivation, ein Video zu machen. Bin ja ganz ehrlich, ob du jetzt ein Video für 10 Leute machst oder für 100, die Qualität ist dieselbe vielleicht, aber die Motivation für mich dahinter ist natürlich was anderes, als wenn ich da jetzt reingehe, boah, guckt eh keiner. Deswegen würde ich fast sagen, ja, wie gesagt, definitiv kann man diese Frage natürlich nicht beantworten. Aber tendenziell finde ich es eigentlich gut. Auch wenn die Preise natürlich, ich habe es gerade angesprochen, vor allem die Super Nintendo Big Boxen zum Beispiel, das gipfelt natürlich dann immer in solchen manchen Spielen. Ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Und ja, der Onkel Pinsel, der verheddert sich hier wieder schön. Ihr Hundebesitzer, passiert euch das auch immer? Hunde sind ja für mich relativ neu, aber dieses Verheddern müssen wir gleich mal entheddern, würde ich sagen. Ja, wo war ich denn geblieben? Also ich persönlich finde es grundsätzlich gut. Da ist halt die Möglichkeit wirklich für Dritthersteller eröffnet, Produkte herzustellen. Die Verfügbarkeit von Händlern ist natürlich auch höher und nur deswegen erscheinen halt Retro-Börsen. Ne? Preise ist natürlich eine Sache, aber ich drehe mich im Kreis bei der Beantwortung. Aber ich denke mal, ich hoffe, ich habe es zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Und ich werde mal kurz pausieren und den Pinsel entheddern. So, und weiter geht's. Aber zuerst mal, meine Freunde, guckt euch mal diese schöne Aussicht hier. Wir werden es gleich mal näher betrachten, aber ich finde jedes Mal diese Aussicht. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Mein Handy ist jetzt nicht so das überneueste, muss ich sagen. Aber ich finde die Aussicht ist so einfach herrlich hier, oder? Ich meine, ich bin ja eigentlich ein Flachländer, ich komme aus dem Flachland, aber so ein bisschen das Bergige hat auch durchaus Vorteile, finde ich. Schön, schön. Nur, dass es hier mal Fichtenwälder gibt, finde ich immer nicht so geil. Aber naja, okay. Genug der Landschaft. Retronic, auch ein langjähriger Zuschauer. Schön, dass du wieder Fragen gestellt hast. Und zwar Frage 1. Ein Freund von mir preist VR regelmäßig als The Next Big Thing und grundlegende Revolution des Gamings an, welche sie es irgendwann dominieren wird. Ich bin da eher skeptisch. Was ist deine Meinung zu VR und würde es das Gaming revolutionieren, dominieren? Gute Frage. Ich habe ja mir so ein Jahr nach dem Erscheinen eine Oculus Rift für meinen Computer angeschafft. Ich war am Anfang auch sehr, sehr begeistert. Also das Spielgefühl ist natürlich super. Du fühlst dich wirklich wie im Spiel drin. Bin auch einer, der gerne aktiv spielt. Ne? Das heißt, ein Boxspiel wirklich zu boxen. Oder mein Lieblingsspiel in VR ist auf jeden Fall das Beat Saber. Wenn euch das nichts sagt, googelt das mal. Ist super. Ihr habt im Prinzip zweifarbige, in jeder Hand ein Lichtschwert. Und müsst Musik rhythmisch verschiedene Boxen in verschiedene Richtungen wegkloppen. Klingt jetzt zwar etwas seltsam, aber guckt euch mal ein Video an. Es ist super. Macht super viel Spaß. Auch super Workout. Allerdings, so in der letzten Zeit verstaubt meine Oculus Rift eigentlich. Und das liegt daran, es hat immer einen Aufwand, das aufzubauen. Ne? Ihr müsst das Ding aufsetzen, dann gab es irgendwelche Updates, was das irgendwie alles kompliziert macht. Dann müsst ihr immer Platz machen. Selbst wenn ihr das die Setup, weil man muss ja verschiedene Sensoren haben und Kabel und alles. Ihr müsst Platz machen. Ihr müsst auch wirklich Bock haben, euch körperlich zu bewegen. Weil wie gesagt, VR ist für mich gleich körperlich bewegen. Und das mag vielleicht 10 Minuten Aufbau oder sowas dauern. Aber wenn ihr vor dem Computer sitzt und euch unentschieden seid, so,
was zockst du denn jetzt? Machst du lieber halt irgendeine Runde Dota an oder keine Ahnung was? Man hat dann auf dieses VR-Headset. Natürlich im Sommer ist das sowieso blöd, weil man da drunter schwitzt wie ein Schwein. Das heißt, meiner Meinung nach, es ist nicht the next big thing. Es ist eine super Sache. Das Spielgefühl ist super, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist ja einigermaßen verbreitet bei Freunden oder sowas. Fragt mal, ob ihr das mal probieren dürft. Macht echt Spaß. Aber es wird nicht damit dominieren, auf keinen Fall. Weil der Bequemlichkeitsfaktor ist einfach nicht da. Und wie gesagt, wenn ihr von der Arbeit kommt und einfach nur mal Runde zocken wollt, dann wollt ihr da nicht rumhampeln oder sonst was machen. Das ist einfach viel zu aufwendig, zu sperrig. Das ist halt leider so. Und dieses Problem, daran können die zwar arbeiten, ne, dass irgendwie das ganze Kabel los wird, dass man diese Sensoren nicht mehr so braucht, etc. Aber es ist immer noch was anderes, ein bisschen was zu zocken oder so einen Helm drauf zu haben. Deswegen, es ist eine super Ergänzung. Wir stecken auch noch in Kinderschuhen, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, finde ich. Aber es wird nicht die Gaming-Welt dominieren. Definitiv nicht. Das war kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob, was du dir das als eine große Analyse irgendwie vorgestellt hast. Aber es ist eine super Sache, aber es ist wirklich Ergänzung. Und es wird auch nur eine Ergänzung sein. Es ist wirklich was rein Optionales. Aber ich glaube, jeder, der mal VR gespielt hat, weiß, wie geil es ist und wie viel Spaß das macht. Aber irgendwann, ja, es fehlen vielleicht auch die Spiele. Half-Life Alyx ist jetzt ja erschienen. Habe ich auch noch nicht getestet, weil ich mich nicht dazu überwinden konnte, wieder, ne, nach einem halben Jahr oder so das Headset wieder abzustauben und neu einzurichten, einen Computer anzuschließen und so weiter. Ja, ist halt immer so eine Sache, leider. Deine zweite Frage. Du hast dich schon so oft für uns gequält. Aber gibt es eigentlich ein eher schlechtes oder vom Großteil der Menschen als schlecht empfundenes Game, was für dich ein Guilty Pleasure ist? Ja, da muss ich, wie gesagt, so ein bisschen überlegen. Ich meine aber Bing. Ich habe ja mal, ich habe ja mal einen Test davon gemacht. Das ist eine Krankenhauswirtschaftssimulation aus Mitte der 90er, die mit, ich sag mal, nackten Tatsachen punktet. Was für den pubertierenden Retro-Panda natürlich ein großer Bonus war. Ist mittlerweile natürlich eher so ein bisschen fremdschämig. Aber es ist so auf GOG letztens, glaube vor einem Jahr oder so, eine Version rausgekommen. Und als ich jetzt gesehen habe, habe ich es mir gekauft. Meine, läuft dann ganz gut auf einem modernen Computer und alles. Und ich habe da wieder irgendwie 60 Stunden reingesteckt. Der Ablauf ist relativ monoton. Der Witz ist natürlich sehr pubertär und schenkelklopferisch, sage ich mal. Aber irgendwie finde ich das Spiel geil. Ich weiß auch nicht, aber das mache ich regelmäßig so alle 2-3 Jahre mal an und suchte das wirklich dutzende Stunden durch. Das ist auf jeden Fall mein Guilty Pleasure. Falls euch das Spiel überhaupt nichts sagen sollte, ich werde hundertprozentig vergessen, den Test zu verlinken. Aber guckt bei mir auf dem Kanal einfach mal nach B-I-I-N-G. Ja, das ist auch für DOS-PCs und Amiga erschienen. Ist gewöhnungsbedürftig, ist natürlich aus heutiger Sicht schrecklich zu bedienen, weil ihr im Prinzip ständig irgendwelche Sachen klicken müsst und das alles zeitkritisch ist und es ist total unfair und total schwer, das Spiel, und auch total glücksabhängig. Ihr könnt alles richtig machen, es kommen keine Patienten und Fehler. Ihr könnt Fehler machen, die sich dann aber erst nach irgendwie 20 Stunden rächen. Das heißt, ihr müsst dann gleich alles auf die richtigen Schienen bringen. Und wenn man da keine Erfahrung hat, kann das sehr, sehr schnell in die Hose gehen, auf jeden Fall. Aber ja, ich würde sagen, das ist mein Guilty Pleasure. Wie man sieht, hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Wir sind jetzt wieder auf dem Berg runter. Deine dritte Frage. Hört ihr doch einfach mal auf YouTube irgendeinen Song von The Night Flight Orchestra an. Mit Titelnennung bitte und sag, wie du ihn fandest. Habe ich vorhin gemacht, und zwar hieß das Lied Taurus. Das Video, wo die junge Dame mit dem Minotaurus-Kopf da rumgelaufen ist. Fand ich sehr cool. Sehr schöne Rockband. Scheint zumindest von dem Lied aus ja nicht so hart zu sein. Von die aus hätte ich so ein bisschen etwas Härteres erwartet, ehrlich gesagt. Als ich gesehen habe, uiuiui, Liedwunsch von Retronic. Ich weiß, dass du da, glaube ich, eher auf die härteren Sachen stehst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es klingt sehr geil. Also werde ich mir auf jeden Fall mal auch die weiteren Lieder anhören. So ein bisschen so, kann ich mir gut vorstellen, so ein bisschen so zum Nebenbei. Ja, chillen, weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt so das eine Lied. Nicht, dass ich das eine ruhige Lied jetzt rausgesucht habe und die anderen sind sonst was. Ja,
Aber finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Auch empfehlenswert. Wie gesagt, an alle The Night Flight Orchestra, googelt das mal. Kann was, wenn ihr auf gut Rockmusik steht, auf jeden Fall. Hat mir gefallen. Das waren deine Fragen auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Und kommen wir jetzt zu der vierte von den dreien. Du hast ja einige Fragen gestellt und fast schlechtes Gewissen gehabt, dass es so viel sind. Aber immer her damit. Beim nächsten Video kannst du wieder gerne Fragen stellen. Die erste Frage. Von allen Spielen, die du besitzt, welches ist für dich persönlich das Allerwertvollste? Nicht was den Sammlerpreis betrifft, sondern deine persönliche Beziehung dazu. Da kann ich ganz klar sagen, glaube ich, meine Version von Super Mario Kart für den Super Nintendo. Ich habe es ja vorhin erwähnt, dass ich ja so ein paar Spiele von dem Dachboden meiner Eltern retten konnte. Und das war da runter. Und das Geile ist, der Battery Safe war noch in Ordnung. Ich habe das früher als Kind, habe ich das mit meinem Bruder hoch und runter gespielt. Wir haben alle Grand Prix freigeschaltet und so weiter. Und diese ganzen goldenen Pokale, das war alles noch eingespeichert. Und das freut mich so tierisch, weil das einfach wie so ein Relikt von damals ist. Und deswegen ist das für mich nicht vom monetären Wert. Für eine neutrale Person ist es halt ein Super Nintendo Mario Kart. Aber für mich ist das wirklich sehr wertvoll, weil es halt ja, sehr viele Erinnerungen an damals mit den Spielsessions mit meinem Bruder irgendwie behandelt. Dann jetzt eine zweite Frage, was Preise betrifft. Wo ist bei GB-Modulen deine absolute Schmerzgrenze? Kommt aufs Spiel an. Der Podenco, also ist ein Podenco-Mischling übrigens. Die bullen ja immer ganz gerne. Ich habe natürlich zwei teure Spiele für Gameboy-Verhältnisse, die ich mir aber in Ausnahmesituationen geholt habe. Das eine ist Trip World und das andere werde ich in den nächsten Pickups vorstellen. Und zwar habe ich so ein bisschen die Corona-Zeit genutzt, meine Sammlung etwas umzusortieren und habe ein paar Super Nintendo-Spiele verkauft und mir dafür ein paar Gameboy-Spiele gekauft. Und darunter ist auch halt ein teures. Ich spoilere euch schon mal, Avenging Spirit, weil das hatte ich schon länger im Auge. Da habe ich jetzt auch so 70 Euro für bezahlt, was ein ganz okayer Kurs dafür ist. Aber eine Schmerzgrenze für normale Gameboy-Spiele ist so um 20 Euro. Da muss es aber schon ein seltenes sein. Auch da habe ich hier und da eine Ausnahme gemacht, wie bei Kid Dracula zum Beispiel oder Tailgater. Also Ausnahmen mache ich ständig. Aber so aus dem Bauch heraus, wenn ich das Spiel überhaupt nicht kenne, dann sagen wir mal 10 Euro. Wenn ich weiß, dass es gut ist und dass es relativ selten ist, 20 Euro. Wie gesagt, situativ mache ich hier und da schon mal eine Ausnahme. Aber wenn ich das Spiel nicht kenne und ich das auf gut Glück kaufe, maximal 10 Euro. Ansonsten, ja. Ja, ich lasse mich schon mal breitschlagen, wenn ich wirklich begeistert bin und irgendwie die Situation passt auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, so eine ganz exakte Grenze habe ich gar nicht in der Hinsicht. Dann eine dritte Frage. Entschuldigung, meine Stimme geht so langsam weg. Entspannt es dich, Videos zu machen oder setzt es sich manchmal auch unter Zeit- und Erwartungsdruck? Ich muss sagen, beides. Und zwar, es entspannt mich natürlich, Videos zu machen. Es macht mir Spaß, vor allem auch die Interaktion mit euch allen. Es macht mir auch Spaß, mal was Neues zu probieren. An dieser Stelle sucht er immer Stöcke. Nicht wundern, dass da jetzt etwas abgeht. Aber es ist natürlich auch, ich habe meinen festen Zeitplan, meinen festen Produktionsplan. Und ich bin irgendwie so einer, ich muss auch im Voraus mal was produziert haben. Ich kann das jetzt, sagen wir mal, jetzt grob gesagt, jetzt nicht irgendwie eine Stunde vor eigentlich veröffentlichen Datum erst hochladen oder ähnliches. Ich brauche das immer so für eine Woche gesichert, dann bin ich so ein bisschen ruhiger mehr drin. Also ich mache mir schon so ein bisschen selber Druck, wobei es natürlich auch Quatsch ist. Ich meine, wenn ich nicht könnte oder wenn es nicht passen würde, würde keiner von euch mir den Kopf abreißen, dass ich mal sonntags kein Video gebracht habe. Aber ich setze mich da natürlich schon sehr selber unter Druck. Ich versuche auch natürlich auch immer die Qualität möglichst hoch zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber es macht mir natürlich allgemein, das Video machen an sich macht natürlich Spaß. Aber natürlich denn, wenn man weiß, dass man irgendwie was raushauen muss, sich nach der Arbeit, nach einem anstrengenden Tag noch hinzusetzen, das am Anfang braucht das schon mal so ein bisschen Überwindung, sage ich mal. Wenn ich das denn mache, kein Problem, habe ich Spaß dran. Deswegen, ja, sag mal,
weder noch auf jeden Fall. Dann die vierte Frage. Was war der Anreiz für deinen YouTube-Kanal und das Sammeln? Wie kam es dazu? Mein Zettel fällt gerade runter. Das hängt eigentlich zusammen. Und zwar, ich glaube, wie viele andere bin ich durch den irgendwie Videogame-Nerd irgendwie bei YouTube drauf gekommen, dass es ja Leute gibt, die sich mit diesen Retro-Spielen beschäftigen. Ne? Und dann so, boah, weißt du noch, war damals echt geil. Ne? Und dadurch wird man natürlich durch YouTube immer weitergeleitet. Deswegen, ich wurde vor allem durch amerikanischen YouTube-Kanälen sozialisiert, ne? Metal Jesus Rocks und so weiter. Und gemerkt, hey, es gibt wirklich Leute, die das sammeln. Wie geil ist das denn? Und irgendwann habe ich immer diese Videos geguckt und immer geschwelgt. Und man dachte mir, ach komm, scheiß drauf, kaufst du dir mal so ein altes Super Nintendo bei eBay mit Super Mario Kart, um mal ein paar Runden zu zocken. Und dann hat man das gemacht. So, da musste ich es kurz unterbrechen, weil da kam ein anderer Hund. Und der Pinsel hier, der muss andere Hunde immer anpöbeln. Deswegen, da brauche ich beide Hände. Wir waren bei der Frage, wie ich dazu gekommen bin. Genau, dann hat irgendwann mal so ein Super Nintendo mit einem Super Mario Kart gekauft. Und das war einfach spitze. Und dann ja immer mehr gekauft. Ich war dann auch bei der Arbeit, wo im Einsatz, wo so ein Videospieleladen um die Ecke war, wo man auch Retro-Spiele kaufen konnte. Und so wurde es immer mehr. Und dann habe ich immer mehr gekauft. Natürlich auch Gameboy und so weiter. Ne? Die gute alte Zeit. Wie angesprochen, natürlich auf dem Dachboden auch alte Schätze gefunden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, verdammt, ich kaufe nur die Spiele, stelle die ins Regal, spiele die aber gar nicht so sehr. Und dafür ist es ja eigentlich zu schade, weil das super, das Tolle an unserem Sammlungshobby ist ja, dass man das ja auch nutzen kann. Man kann die Sachen spielen. Ne? Und das ist ja aber schon mal fantastisch. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kannst du dich dazu zwingen? Und dann habe ich halt gesehen, okay, weil ich halt mit diesen amerikanischen Kanälen so etwas aufgewachsen bin, sage ich mal. Und ich habe zu der Zeit den SNES-Drunk sehr gerne gesehen. Der hat ja auch diese Kurztests von Super Nintendo-Spielen, dauern, keine Ahnung, 3-4 Minuten. Und ich dachte mir so, sowas in Deutsch? Weil ich bin oft bei eBay dann über Spiele gestolpert, die mir überhaupt nichts gesagt haben. Und dachte mir, gut, du kannst dir ein Longplay angucken, aber einfach mal so ein kurzes deutsches Testvideo, wo einfach dir gesagt wird, alles klar, das Spiel ist gut oder ist es scheiße? Sowas gab es nicht. Und da habe ich gesagt, alles klar, versuchst es mal. Ich hatte irgendwie Bock, mich ein bisschen kreativ zu versuchen. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, die ersten Videos, die sind natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, qualitativ nicht ganz so geil. Okay, Pinsel kackt. Ich habe mit Pinsel gesprochen und wenn er kackt, dann gucken wir mal woanders hin. Dachte mir, probierst du einfach mal. Ne? Und dann viele Bedenken gehabt, einfach mal rausgestellt. Und mir hat keiner gesagt, dass ich blöd bin. Ich dachte mir, alles klar, machst du weiter. Und ich hatte immer mehr Spaß dran und wie schon vorhin angesprochen, je mehr Leute natürlich gucken, desto mehr Motivation hat man dahinter. Ne? Und dann ist das so ein Selbstläufer geworden. Das ist ein super Hobby geworden und Spaß gebracht. Und deswegen ist auch immer noch dieses Relikt da. Ich mache Was taugt Testvideos nur zu Spielen, wo ich das Modul auch physisch da habe. Das ist bei mir so eisernes Gesetz, sage ich mal. Das ist davon noch übergeblieben. So, wir müssen hier gleich runter. Ja, im Prinzip die Motivation, dass ich den Scheiß auch mal spiele. Und im Marktlücke auf YouTube schließe. So kann man es ganz grob sagen. So, dann eine fünfte Frage. Kannst du dir langfristig weiter vorstellen, oder denkst du, es kommt der Tag, an dem du dir denkst, so, ich bin jetzt zu alt für den Scheiß. Ja, gute Frage. Also wie gesagt, noch habe ich viel Spaß dran. Ich habe auch immer noch Spaß am Videospielen. Ich glaube auch nicht, dass ich, das zieht sich durch mein gesamtes Leben. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie mal irgendwie aufstellt. Ich werde immer irgendwas spielen. Aber ob ich natürlich YouTube jetzt Ewigkeiten weitermache, das kann ich natürlich nicht sagen. Auch das, mir macht Spaß. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin sehr motiviert. Hab auch Spaß, vor allem mit euch in Kontakt zu treten, weil es ist einfach so ein Hobby, so eine Plattform erleichtert natürlich so ein bisschen die Kommunikation und den Austausch. Und ich habe jetzt keine Retro-Sammler in meinem direkten Freundeskreis, hier örtlichen Freundeskreis, sage ich mal. Und ich habe hier schon so viele tolle, liebe Leute über das Hobby kennengelernt. Den Retro-Joe und meine ganze Gruppe. Ne? Grüße an euch alle, Maren etc. Und es macht einfach nur Spaß. Und das will ich nicht aufgeben, auch das Video machen nicht.
Dafür habe ich da viel zu Bock, mal technisch mich kreativ auszutoben, weil ich bin halt ein kreativer Mensch. Ich bin musikalisch nicht begabt, ich kann auch nicht malen, ich kann so ein bisschen Videos zusammenschneiden und labern kann ich anscheinend, was ich auch vorher nie gedacht habe, dass ich frei so blöd rumlabern kann, dass ich das Leute angucken. So, eigentlich darauf Bock habe, und das wird noch einige Zeit sein, mache ich das auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für deine Fragen, mein Lieber. Kommen wir zum nächsten. Olli H. Wahrscheinlich hast du es schon mal erwähnt, aber welche Spiele beim Game Boy und Super Nintendo stehen ganz oben auf der Muss ich noch haben Liste bei dir? Ja, Super Nintendo, wie erwähnt, die ganzen Big Boxen Super Nintendo. Allen voran natürlich Super Metroid. Kostet dann mittlerweile um 200 Tacken. Hätte es mal früher gekauft, wurde nur 150 oder so gekostet hat. Und da ich das schon irgendwie als sehr übertrieben empfunden habe. Das da auf jeden Fall. Und im Gameboy-Bereich, ja, ich hätte Avenging Spirit eigentlich gesagt, aber das habe ich mir jetzt vorgestern gekauft. Aber da gibt es noch so andere Spiele. Also ich würde auch gerne noch mal die japanische Version von Link's Awakening in der UVP haben, ehrlich gesagt. Vielleicht werde ich mit meiner Freundin nächstes Jahr nach Japan fliegen, wenn wir Glück haben. Mal schauen, ob das was wird. Das ist zumindest so unser ganz grober Plan. Aber ne, Kosten, gucken, ob man überhaupt Urlaub bekommt und so weiter. Müssen wir halt mal schauen. Aber so direkt habe ich da keinen großen Wunsch. Battle of Olympus habe ich jetzt auch noch habe ich für mich entdeckt bei diesen Gameboy-Rückblicken beim Anspielen. Aber das ist eigentlich auch nicht teuer. Das lässt sich relativ zügig besorgen. Ansonsten Gameboy, ich lasse mich mal so ein bisschen treiben. Gameboy vielleicht eher die Hardware. Also so ein richtig schöner alter Gameboy in der OVP, richtig gut verpackt und so weiter. Das wäre was. Aber ansonsten sieht es bei Gameboy gar nicht so sehr groß aus. Ich sammle da vor mich hin, aber ich entdecke auch immer wieder neue Sachen. Also das will auf jeden Fall nichts heißen. Dann kommen wir zur Schmitz Gamebox. Auch an dich viele Grüße, bist ja auch langjähriger Zuschauer. Wie viele und welche Gameboy-Geräte hast du? Dinge wie Super Gameboy zählen auch. Okay. Dann lassen wir uns überlegen. Ich habe den originalen Gameboy, das graue Ding mit Hintergrundbeleuchtung, also gemoddet. Dann habe ich ein Gameboy Pocket in Schwarz. Dann habe ich so einen billig Gameboy Color, den GB-Boy Color heißt der, glaube ich, oder irgendwie sowas. Kriegt man für 30 Euro bei eBay mit Hintergrundbeleuchtung, ist eigentlich gar nicht so verkehrt und das Steuerkreuz ist so, naja. Dann habe ich den Retron 5 und wie gesagt, irgendwann dieses Jahr vielleicht noch den Pocket NT, aber den habe ich ja noch nicht. Also momentan 4. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich überlege gerade. Nee, 4. Ich weiß, hardwaremäßig bin ich da gar nicht so scharf immer dran. Aber ich will mir auf jeden Fall irgendwann mal so einen Game Boy Advance holen. So einen aufklappbaren. Die sollen ja wirklich super sein, um auch Game Boy Classic Spiele zu spielen. So, und kommen wir zum letzten. Mr. MLP Video German. Frage 1. Furzt du gerne? Seltsame Frage, muss ich sagen. Aber ist eine Körperfunktion. Ich mache das jetzt nicht unbedingt gerne, aber es passiert halt. Ich ziehe da jetzt keine erweiterte Befriedigung daraus, muss ich sagen. Zweitens, wie hoch werden die Preise von Gameboy-Spielen in 20 Jahren sein? Ja, da denke ich mal, das wird nicht großartig gestiegen sein. Ich denke mal eher weniger als jetzt. Man sieht es auch bei den Atari-Spielen. Denn bedenkt mal, wer sammelt denn jetzt Gameboy-Spiele? Das sind irgendwelche Leute wie ich und ihr wahrscheinlich viele, irgendwas zwischen 30 und 40, plus minus 5 Jahre, sagen wir mal, die damit als Kind aufgewachsen sind und sich denken, boah, geil, war damals schon Hammer, jetzt habe ich die Kohle, jetzt hole ich mir endlich mal alle Spiele, auf die ich damals Bock hatte. Ne? Das Problem ist natürlich jetzt auch, deswegen ist die Nachfrage sehr groß. In 20 Jahren sind wir alle so um 50 bis 60, je nach Alter. Und da werden sich Lebenssituationen geändert haben. Die neue Generation, die jetzt aufwächst und dann kaufkräftig ist, die kann mit diesem Gameboy, mit dieser einfachen Technik gar nichts mehr anfangen. Die wird dann, keine Ahnung, PS4, Xbox 360, Xbox One und sowas sammeln, aber nicht Gameboy. Und dadurch werden auch viele dann über ihre Sammlung stolpern und die verkaufen wollen, ganz einfach. Und dadurch werden natürlich auch die Preise fallen. Deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass sich
die Preise stark fallen werden. Also nicht stark, aber fallen werden. Natürlich seltene Spiele werden immer noch selten sein. Und Sammler, die halt ihre Sammlung komplettieren wollen, werden dafür mehr bezahlen, aber nicht mal ansatzweise die Preise, die wir jetzt haben. Gehe ich persönlich nicht davon aus, aber kann natürlich nur eine falsche Theorie sein. Weiß ich natürlich jetzt nicht unbedingt. Dann die Frage 3. Wie findest du Brownies, also Leute, die My Little Pony mögen? Ja, also ich muss sagen, meine Welt ist es jetzt persönlich nicht. Ist nicht meine Serie. Ich glaube, zu den Brownies gibt es auch viele Vorurteile. Ich bin in der Szene überhaupt nicht so bekannt. Das ist aber im Prinzip auch eine meiner Grundeinstellungen für mein Leben. Und zwar soll jeder machen, was er will, ohne dass er mit anderen auf den Sack geht. Und wenn du gerne My Little Pony siehst, dann ist das in Ordnung. Ja? Andere lachen über Gott. Da sammelt diese uralten Gameboy-Spiele und du guckst dir das gerne an. Dafür lacht mich einer aus, dass ich gerne Vikings mir anschaue oder keine Ahnung was. Ne? Also oder Warhammer so dermaßen abfeier, dass ich mir mit meinem 3D-Drucker ein Kettensägenschwert ausgedruckt habe und mir das lackieren will und alles. Deswegen, mein Bier ist es nicht, aber es soll wirklich jeder bitteschön machen, was er will. Dann die allerletzte Frage. Ab wann ist etwas überflüssige Zensur? Also wann ist für dich die Grenze zum Jugendschutz, ich meine, du meinst wahrscheinlich Jugendschutz, hoffe ich, überschritten und nur noch unnötige Zensur? Also ich gehe mal ganz vor Jugendschutz. Sonst Jugendschutz, keine Ahnung, würde jetzt für mich jetzt keinen Sinn machen. Ganz ehrlich, einfach nicht zu beantworten. Ich bin auch in der Thematik nicht groß drin, aber Zensur ist für mich okay, wenn wirklich Personen geschützt werden können. Also, dass ein 8-Jähriger jetzt nicht unbedingt einen Hardcore-Splatter-Film ab 18 gucken muss, muss ich glaube zu nichts sagen. Jugendschutz allgemein ist ein so breites Feld. Und ich versuche mich natürlich in diesem Kanal auch mal möglichst politisch neutral zu halten. Ich kann dazu ehrlich gesagt echt keine fundierte Meinung zu sagen. Weil natürlich ist es richtig, dass Sachen zensiert werden. Ob es natürlich jetzt alles ist, irgendwelche Grenzfälle, ist die eine Frage. Aber dass grundsätzlich zensiert wird, um Leute zu schützen, Opfer zu schützen oder auch Täter zu schützen. Ne? Also, dass es zum Beispiel, wenn irgendein Mörder irgendwo unterwegs war, dass er trotzdem in der Zeitung immer so schön unkenntlich gemacht wird. Ne? Bild macht das ja nicht so oft, aber finde ich persönlich richtig. Weil wir haben gewisse Menschenrechte, die wir eben auch wahren müssen. Und in dem Sinne finde ich das okay. Weiß es natürlich jetzt nicht, worauf du jetzt das Kotzpinsel, zu viel Gras gegessen. Super. Vielleicht auch ein Statement zu der Thematik, aber ich kann es dir echt nicht genau sagen. Weil das mein persönliches tägliches Leben ist nicht so sehr beeinflusst, weil ich in der Thematik absolut nicht tief drin bin. Ich hoffe, das hat dir zumindest ansatzweise als Antwort gereicht. Ja, so, das waren auch alle Fragen. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Perspektive gefreut und haben euch auch vielleicht die Antworten gefallen. Pinsel sagt auch, tschüss, okay, kurz da weiter. Hey! Super Abschluss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und könnt ja mal reinschreiben, wie euch so ein bisschen die andere Perspektive und die Landschaftsaufnahmen gefallen haben. Ein weiteres Fragestundenvideo werde ich sicherlich irgendwann mal machen, vielleicht zum 2000 Abonnenten oder irgendwie sowas. Zu oft finde ich es immer unsinnig, weil so interessant finde ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Aber naja, schauen wir mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.